willkommen zurück bei Minecraft Ebidos mit der Kathy. Ja, hallo, Marc. Das ist eine sehr besondere Folge für mich, denn die letzte Folge ist irgendwie die Audiodatei abgekackt. Diesmal geht's. Und genau aus diesem Grund muss ich jetzt hier noch eine kleine Zusammenfassung machen. Ihr habt ja vorhin schon die Begrüßung gesehen, noch von der alten Folge. Da hat es noch nicht, also nach 15 Sekunden oder so ist es abgekackt. Und aus diesem Grund sage ich jetzt hier nochmal schnell, was passiert ist. Eigentlich habe ich noch an dem nicht weitergearbeitet, habe jetzt die Gläser hier wieder gefunden und habe eigentlich sonst nicht mehr gemacht. Ja, Kathy, hallo. Ja, hallo Marc. Ich habe jetzt in... Ich habe gerade ein Ende, mein Gott. Jetzt regnet es. Ja, hallo Marc. Hallo. Ey, hör auf mich zu schlagen. Die Kathy hat jetzt, ist jetzt quasi dazu bereit, ihren iMac zu verkaufen. Ja. Hat den schon reingestellt. Ja. Genau. Und das heißt, sie wird dann wahrscheinlich irgendwann mal in den nächsten... Ich werde ein treuer PC-Benutzer werden, vielleicht. Ein PC und ich kriege... Irgendwie ist das ein bisschen komisch, ne? Ja. Du kaufst dir einen PC, ich kriege ein MacBook zu Weihnachten. Ja, der Markt, der geht fremd. Ich gehe Windows. Ich finde jetzt gar nicht gut. Wobei Windows das beste Betriebssystem dieser Erde ist, besonders Windows 7. Aber das wird auch immer so bleiben. Ja. Aber ja. Gut. Naja, ich war in den letzten Sekunden dabei, mir so einen Pulverizer zu bauen, aber irgendwie geht das hier nicht, Marc. Nee? Vielleicht könntest du mir helfen. Nee, ich kenne mich mit Technik hier überhaupt nicht aus. Guck mal beim Rezept, ob ich zu blöd bin. Guck mal, Pulverizer und dann ist das hier alles schon in der Crafting Station drin. Pulverizer. Und Thermal Expansion. Oder kann ich den nur auf dem, sag schon machen? This is the voice. Ne, Thermal. Hey, wo denn? Da steht doch Copper Ingot. Da fehlt aber ein Maschinenframe. Was? Casey, da fehlt aber ein Maschinenframe in der Mitte. Wo? Bei deinem Crafting. Der wird bei mir nicht angezeigt. Lol. Na super, wie... Okay. Heilige Scheiße, wie baue ich den denn? Glas, Gold und Iron, okay. Nee, Steel-Ingots sind das. Steel? Okay. Ja, Steel. Ja, krass, der wird nicht bei mir angezeigt. Oh, das ist natürlich schade. Ja, das ist ja eine Scheiße. Ne, hier steht Iron-Ingots. Das ist eine größte Scheiße. Gibt es noch einen anderen Maschinenframe? Rezept. Okay, Glas, also ich weiß Iron, nicht, was Gold. Die Maschinen hier machen. Ich will mal irgendwas anderes machen. Diese Thermal Expansion Maschinen kann ich überhaupt nicht. Ne, ich habe nicht gesehen, man kann die Tree Saplings, also die Baumsetzlinge, dann schmelzen und dann kriegst du auch Farbe. Okay. So wie ich das vielleicht gesehen habe und so. So, brauchen Eisen und ich baue das mal jetzt hier oben wieder. Kathy, guck mal. Ich guck schon wieder Fernsehen. Ach man, du und dein Fernsehen heben oder was schon wieder? So, nee, ich schau Testbild an. Ah, du hast hier so ein Pigman in deinem Haus. Tatsächlich. Wartet, nee. Das habe ich gleich erledigt. Ich glaube, einen Schlag. Oh yeah. Ja, ich renn mal hoch. Kathy, das Itemsystem ist übrigens soweit fertig. Ja, ich hab's in deiner letzten Folge gesehen. Oh. Der XL-Folge. Nur hast du leider noch keine Input-Chest. Ich verstehe, du musst mir das dann nochmal erklären, wenn dann das alle fertig ist. Soll ich es jetzt erklären? Ja. Es ist im Grunde genommen ja schon fertig. Also, nehmen wir mal an, du hast jetzt hier, wie ich in der Hand habe, diese ich gebe dir mal 6 auch, damit du das jetzt erklären kannst, 6 Baked Potatoes, ja? Ja. Diese möchtest du jetzt in das Kistensystem einspeichern. Dann kommst du hier nach unten. Okay. Es geht, bald kannst du das auch von dir oben machen. Öffnest diese Kiste. Ja. Packst das jetzt rein. Ja. Mach das mal. So. Die werden jetzt gleich, wenn du die Kiste offen lässt, automatisch reingezogen. Jetzt sind sie schon weg. Ja. Gehen jetzt durch diese... Komm, wir gehen mal in den Backstage-Bereich. Gehen jetzt hier durch dieses Kabel in die Kisten hier. Ja. Wenn du hier reinschaust in die Kisten, da sind schon Sachen drin. Total durcheinander ist aber auch richtig so. Nicht, die oberste ist, glaube ich, nichts, okay. Aber okay. Den ersten zwei. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Jetzt gehst du nach oben zu dir. Und wir möchten jetzt diese 12 Potatoes wieder ne? raus haben. Jetzt klickst du auf das Orangene, gibst dann unten ein Bucket oder Potato, ich weiß ja nicht. Potato. Oder du findest die so. Ja, dann gebe ich die Anzahl ein, nehmen wir mal 3. So. Und dann machst du Submit unten links. Ach da, okay.
Und es müsste theoretisch zu dir auch diese Baked Potato kommen. Das dauert ein bisschen, aber ich weiß nicht, eigentlich müsste es schon hochgeleitet werden. Wenn es funktioniert. Ich habe die untere. Ah, die kommt. Nee, kommt sie? Nee. Ich habe die untere Leitung bei dir nämlich noch nicht getestet. Das ist das Problem. Nee, will nicht immer kommen. Noch da. Okay, woran liegt das? Okay, wartet mal. Ich versuche das Problem mal zu fixen. Ja, kein Problem. Ich werde dich immer so in der Zeit ein bisschen. So funktioniert es auf jeden Fall. Ja, gut. Okay, cool. So, jetzt versuche ich mich mal hier eben Glas und Gold. Glas habe ich sogar noch irgendwo. Irgendwo in meinen Kisten hier, in dem Chaos. Da. Und dann Gold ist hier. Ups. This is the voice of Lauf Germany. Doch, Mensch, da. So, ich habe heute erfahren, dass Dena beim Stockcar-Rennen mitfährt. Von TV Total. Ach, es funktioniert, Kathy. Okay. Alles klar, dann bin ich ja auch zufrieden. Jetzt muss ich mal hier meinen unsichtbaren Item-Frame wiederfinden. Da. Ey, das ist viel zu krass, dass ich den nicht sehe. Ich habe einen Pulverizer! Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich den anfeuer. Geil. Ja. Kannst du bei Clemens machen, der hat schon Energie. Nee, will ich hier nicht. Du willst unabhängig bleiben? Ja. Das ist ja gut. Ich glaube, mach den oben hin. Okay, diese Fackel muss weg hier, ey. Die ist unnötig. So, und das Zuckerrohr ist wieder gewachsen. Nee, komm. Die nehmen wir mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir machen das alles ordentlichst hier. Okay. Machen dann so. Okay, Kathy. Was ist passiert? Ich habe auf den Pulverizer geklickt und ich bin gecrashed. Oh, geil. Meine Folge lasse ich aber trotzdem am Laufen. Ja, klar. Ich lasse meine auch laufen, nur. So, heißt das, ich kann den Polarizer jetzt auch nicht benutzen? Du, ich weiß es nicht. Auf dem Windows-PC wird alles besser. Ach, ja, ich kann es kaum erwarten. Ich kann, Leute, falls ihr Spiele, Wünsche habt, könnt ihr die schon mal in die Kommentare schreiben. Auch falls jetzt irgendwie mal was zwischenkommt, dass ich mir keinen PC kaufen sollte. Falls irgendwas passiert. An so ein Szenario wollen wir gar nicht denken. Nein. Oh, scheiße. Aber GTA 5 sollte auf jeden Fall kommen. Ja, stimmt. Da ist ja das Together geplant. Da freue ich mich so drauf, echt. Vielleicht mit allen. Ich freue mich auch richtig drauf. Jemand hat schon eine Challenge bei mir gepostet, was wir machen sollen. Ja, schreibt mal Challenges. Dann haben wir schon mal eine fette Liste und. Weil natürlich, ich denke mal, wir werden bei der allerersten Aufnahme, die wir machen, einfach nur rumfahren und Mist machen. Aber irgendwann, wenn es dann wirklich mal langweilig wird, dann kann man wirklich mal eure Challenges machen und das wird bestimmt cool. Jemand hat schon mal eine Challenge geschrieben übrigens, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, die habe ich auch irgendwo schon gelesen. Ja, das kann schon sein. Irgendwas mit Militär, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, aber die war auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ich werde jetzt mal den Pulverizer nicht mehr anklicken. Das werde ich dann irgendwie offscreen mal kurz probieren. Mit und ohne Shader. This is the voice. Ach, das nervt. Wieso habe ich mir nur ein iMac geholt? Nein, ich will jetzt nicht sagen, dass iMac scheiße ist, aber zum Spielen kannst du es echt vergessen. Also ich bin schon froh, dass ich Sims spielen kann, Sims City spielen kann, Minecraft spielen kann mit Shader. Hat ein paar Bugs, aber. Und jetzt den neuen Landwirtschaftssimulator 15, der läuft auch noch mit Bootcamp. Also, beschweren kann ich mich da gar nicht. So, Multiplayer. Ja, das ist schon cool. Willst du nicht ein paar Sachen aus deinen Kisten mal ins Itemsystem lagern? Ja. So viel. Worein muss ich das denn tun? Bei dir dann rein? In die Kiste, wo ich die bei mir, ja, bei mir. Okay. Ich kann auch nochmal ein Schild hinschreiben. Input. Ja, genau. Ich muss ja runterfallen. War ja klar. Ich falle. Yay. So. Das freut mich. Ich hoffe, wir haben die totale Langeweile-Niss hier bei meinem Kanal überbrückt. Sonst sterben meine Zuschauer, falls ich über welche habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wer bis jetzt geguckt hat, bitte in die Kommentare. Danke. Ja, genau. Bitte bei mir auch. Wer bis jetzt diese Folge gesehen hat, in die Kommentare. Auch wenn ihr
kein YouTube-Konto habt, erstellt euch verdammt nochmal eins. Ja, das ist ganz, ganz einfach. Kommentare. Dann schreibt ihr in die Kommentare einfach. Ja, ich habe das hier hingekriegt, Mama. Ich habe die traurige Nachricht schon überbracht in meiner letzten Folge, dass jemand ausgestiegen ist. Ach so, ja, das muss... Und zwar der Dennis, der hat uns von YouTube verlassen. Vielleicht macht er noch irgendein Info-Video dazu, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich schade. Ja. Marc? Der Marc ist wieder weg. Könnte sein, es ist nicht... Nee. Okay. Mein Internet. So, ich tue jetzt hier alles in diesen Eingang-Dings rein, ne? So. Und das Ei ist es eigentlich auch schon. Was? Also für Nachschub ist schon gesorgt. Ich habe gerade den Leuten erklärt, weil mein Internet ist ja abgekackt, deswegen hast du es nicht gehört. Hey, du und Null. Für Nachschub ist schon gesorgt und ja. Ich tu mal alles hier rein, ne? Ja, das ist nicht wundern, es dauert immer ein bisschen, bis ihr das rausnimmt, weil ich nur einen Extraktor-Chip habe und das geht ein bisschen langsamer. Wir teilen uns die Items dann, ne? Und so. Ja. Nur wir müssen gucken, dass wir nicht zu viel reintun, weil ich habe erst 3 Kisten angeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du eine orangene Farbe besorgen. Hab ich, glaube ich. Ich habe jetzt die letzten paar Folgen. Also schau mal, Orange. Habe ich noch 2 Illuminats? Wo habe ich es reingeschmissen? Also ich, nee, da auch nicht. Oh Gott. Die habe ich orange. 7 Stück. 7 Stück, ja, das ist doch schon mal. Ich habe auch 7 gelbe. Ja, und rot? Warte. Rot habe ich, glaube ich, nicht. Schade, das wäre ja dann, was ich noch brauche. So. 7 orange. Kannst du nicht irgendwie rot aus Redstone machen? Nee. Wäre aber sinnvoll, ne? Wir müssen mal gucken, irgendwie. Aus irgendwas kann man das doch bestimmt craften. Na, Logic Chips. Red, Dye. Brauche ich noch. Red, bla, bla, bla. Wirklich nur die eine blöde. Ach, da ist noch eine Rose, okay. Mal gucken, wofür. Oder aus dem Pulverizer, Marc. Warte mal, Responder Chip. Du könntest mir helfen. Echt? Ich soll dir helfen? Ja, du könntest den Pulverizer abbauen, bei dem Clement anbauen und dann können wir Fäden verbrennen, wenn wir noch welche haben. Und damit kriegen wir vielleicht roten Farbstoff. Okay. So wie ich das. Sehr interessant. Ich habe 2 Fäden. Also es ist eine Wahrscheinlichkeit, dass man... Es gibt eine Chance, dass man das bekommt? Genau. Ah, okay. Ja, ich muss erstmal jetzt mich ganz kurz hier rumkümmern. Okay, ich brauche noch kein Problem. Ja. Redstone. So, und ich mache... Was mache ich denn? Auch mal alles nehmen. Ich mache Papier. This is the voice of Germany. Irgendwie habe ich das im Ohr. Ich guck das gar nicht. Ich auch nicht. Aber so, ich hab's im Ohr. Leder haben wir. Jawohl, Kathy. Ja? Ich kann jetzt wahrscheinlich eine weitere Kiste anschließen. Haben wir noch mehr Platz. Wie macht man jetzt nochmal ein Buch? Je mehr Orange du mir gibst, desto mehr Kisten, desto mehr Stauraum für dich auch. Kannst du nicht die großen Kisten machen? Warte mal, Broadcaster Chip. Magenta. Hast du noch Magenta? Magenta. Jein. Ich meine, ich hätte welche bekommen. Magenta. Also hier ist noch Magenta Stain Sapling. Ich weiß nicht, ob ich habe Bluebell. Ich habe Swamp Flower. Bluebell. Gucken, was man da so alle machen kann. Also ist noch irgendeine Pflanze. Ich habe Cyan. Color. Dye. Ja, eigentlich brauche ich... Ich brauche nur Magenta. Und zwar... Sea Blue und Blue Dye. Also 1, 2, 3, 4. Ah, warte mal, Violett. 6 Magenta. Ich habe Violett. Warte. Ist Magenta Purple. Violett? Nee, ist Purple. Zeig mal. Warte. Hier. Vielleicht muss man das irgendwie nochmal mixen dann mit dem Blue, Blau. Ich glaube nicht. Ich habe noch Blau. Warte. Blue. Magenta. Blau habe ich auch. Magenta Dye. Also man kann das... Mit Rot muss man das mixen.
Aber Mann und Rot haben wir nicht. Was ist das für eine Scheiße? Oder warte mal. Wir brauchen Blues. Hast du noch Cyan? Ja. Wie viel? Wo habe ich hier? 18. Gib mir mal was, danke. Ich habe gerade gelesen, man kann das mixen. Warte. Also, wir brauchen Schade. Pink. Dann Lapis oder normales Blau und ja, Rot. Ja, ich weiß, habe ich auch schon gesehen. Wie lange gehen wir schon auf? Probier mal Pink und... Kathy, erstmal. Ja, Purple. Probier die zweimal. Ja, so 16 Minuten. 15, 16. Oh Gott, da müsste ich schon längst aufhören. Lohnt sich das nicht mehr, in die Dings zu gehen, in Nether. Mann, hast Pink. Du Pink? Hast du Pink? Ja, habe ich. 4. Und Lila. Probier mal zusammen. Gib mir Purple. Hab ich nicht. Hab ich dir gegeben. Jetzt. Du hast mir Cyan gegeben, kein Purple. Hä? Natürlich. Nee. Doch. Ach doch, Purple, natürlich. So, Entschuldigung. Probier die zweimal, ob da Magenta rauskommt. Also Pink und Purple. Da kommt Magenta raus. Ja, ja. Geil. Ach, Magenta, ja. Du fette okay, Null, du. Das ist nur Spaß. Oder besser gesagt, du Spaghetti-Null, du. Ich werde jetzt hier direkt beschimpft. Ah, Leute, das ist ja, alles nur Spaß, ne? Hier kein Hate ausbricht, ne? Ach komm, gib mal alles okay, hier rüber. So, bis dann. Tschüss, Leute, euer Marc von NetGMLP, eure Katie ja, von NetGMLP. Tschüss. Ja, die Katie ist jetzt bei NetGMLP. Ja, tschüss. Bei dem geilen Netzwerk da.